das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wär. Oh, das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wär. Herzlich willkommen bei Kanal 21 Backstage. Mein Name ist Frederik Collins und heute haben wir wieder einmal ganz besondere Gäste da. Den lieben Funky, den lieben Kai und den lieben Gimmick von Tonsteine Scherben. So, herzlich willkommen ihr drei. Hallo. Mai 85 hat sich Tonsteine Scherben aufgelöst. War eine besondere Zeit. Erzählt doch mal davon, wie ist es dazu gekommen und warum seid ihr heute wieder hier zusammen? Ja, das war eigentlich eine sehr harte Zeit, die wir durchgemacht haben. Die Auflösung, die kam ja nicht, ist ja nicht einfach so passiert. Es gab ja triftige Gründe. Und die eigentlichen Gründe waren, dass wir halt lange auf Tournee waren. Und eine Tournee, die war fehlkalkuliert. Und es war auch so, dass wir damals zu Tournee unbedingt wollten, dass, was die Leute auch immer von uns gefordert haben aus dem Publikum, dass wir nur 10 D-Mark Eintritt genommen haben. Und das war natürlich eigentlich nicht machbar, weil wir wollten nach den ganzen Chaosjahren, die wir erlebt haben vorher, Chaosjahre heißt, dass wir eigentlich immer mit sehr schlechtem Equipment und improvisiert durch die Gegend gefahren sind mit alten Lastern, wollten wir auch im Zuge der damaligen neuen deutschen Welle halt auch nicht unter den Tisch fallen, soundmäßig. Und hatten aber keine Plattenfirma, die uns damals unterstützt hat. Und so mussten wir halt mit den bescheidenen finanziellen Mitteln, die wir haben, die Tour selber auf die Beine stellen. Und das haben wir dann mit Krediten gemacht. Und das Ganze hat aber dann leider nicht so ganz funktioniert. Das war zwar super, die Tour, so gesehen. Musikalisch war sie sehr gut. Also, und waren viele Leute da, Stimmung hervorragend. Wir haben gut gespielt. Und, aber das, die Kalkulation war, hat uns fertig gemacht. Hat es nicht mitgemacht. Ja, ja. Dann haben wir leider einen Verlust zu verzeichnen, 96. Im April ist unser lieber Rio von uns gegangen. Wie war das für euch seinerzeit? Ja, das war wirklich ein ganz großer Verlust und sehr schlimm. Wir waren alle sehr traurig. Und weil Rio damals so praktisch durch die Blume gesagt hat, also er hat es vage angedeutet, dass er mit dem Gedanken spielt, Tonsteine Scherben wieder neu zu beleben. Und das war dann erstmal ausgeträumt, der Traum. Und, aber wir haben dann uns, Funky hat dann erstmal nochmal ein neues Glas aus alten Scherben gegründet, eine Revival-Band. Und das hielt, glaube ich, ein paar Jahre. Und 2006 haben wir dann nochmal neu durchgestartet mit der Tonsteine Scherben Family. Was bedeutet denn Tonsteine Family? Naja, das waren alles Leute, die irgendwann mal auch bei den Scherben mitgemacht haben. Wir waren ja auch eine Musikerkommune. Und das lief auch ganz gut. Wir haben ein paar Tourneen gemacht und irgendwann war es dann auch zu Ende. Larue, unser Gitarrist, hat auch nochmal mitgemacht. Die Band nochmal völlig neu aufgestellt. Und dann haben wir aber diese Dampfertouren gemacht. Und das kann Funky vielleicht noch besser erzählen als ich, weil das war Funkys Idee. Wenn du schön wohnst, dann wohn schön für mich mit. Hier unten tropft der Sprit auf mein Bananenkistenbett. Wenn du gut schläfst, dann schlaf gut für mich mit. Ach, wenn ich's nur mal anders hätte. Kannst du das Flaschen schmeißen lassen? Lass die Flaschen lieber heil. Ich hab 2 Plastiktragetaschen mit der Inschrift Geiz ist geil. Ich hol mir für die ganzen Flaschen, die ich heute fand.
Wie viel seid ihr denn unterwegs auf den Dampfern? Naja, wir sind ja jetzt eigentlich schon im 10. Jahr und es hat schon einen Kultstatus bekommen. Und zwar war das so, wir haben mal eine 68er Show probiert. Da habe ich auch Schlagzeug und Cajon gespielt, also dazwischen. Das hat gar nicht funktioniert. Aber da hatten wir zu Besuch die SEMA von der Geschichtswerkstatt. Und mit der bin ich dann später ins Gespräch gekommen und dann haben wir überlegt, Mensch, bei dir das, wir wollten was zusammen machen. Da sind wir dann zusammen auf die Idee gekommen, zu Ehren von Rio Reiser, zu seinem Todestag, 20. August, sozusagen eine Schifffahrt quer durch Berlin zu machen, über die Spree und so weiter und so fort. Und es war von Anfang an, war das einfach total super. Mhm. Hat gut geklappt, weil die Leute sitzen da an Bord, man fährt an einzelnen Stellen, geschichtlichen Stellen durch Berlin und dementsprechend wird dann auch von dem Synchronsprecher von Marlon Brando, der erzählt unsere Geschichte mit Seba zusammen, die Geschichte von Rio, die Geschichte von Berlin, von der Hausbesetzerszene. Also es gibt immer was zu erzählen und dazu hatten wir auch immer einen passenden Song gewählt. Und die Stimmung war natürlich immer wirklich hervorragend auf dem Schiff. Also, und da haben wir dann auch angefangen, akustisch zu spielen, weil auf dem Schiff ist nicht so viel Platz. Man kann auch nicht so laut spielen und haben das praktisch sozusagen entdeckt und haben auch gemerkt, dass das hier große Vorteile hat zu der Rockband. Also Rockband ist natürlich sehr massiv und so macht also Power. Und dieser Vorteil war für uns natürlich der, dass man den Leuten sehr nah ist. Also man baut sehr schnell eine stimmungsvolle Atmosphäre zu den Leuten auf und ist ihnen, und das ist einfach eine tolle, tolle Atmosphäre, okay. Sehr angenehm. Ja. Jetzt haben wir auch noch einen lieben Freund dazu gewonnen, nämlich 2014 kamst du, Gimmick, auch noch dazu. Wie kamst du dazu? Naja, ich war schon selber als mit 14 großer Tonsteine Scherben und Rio-Fan und habe Rio auch einmal live gesehen, noch mit 15, 16. Und habe als Liedermacher bin ich viel auch allein unterwegs und habe da schon Scherben und Rio auch gecovert und gespielt und habe 2001 mal als bester Solist in Friesenhagen, wo die Scherben ja lange ihre Kommune hatten und wo Rio begraben war damals, da war ein Rio-Reiser-Fest und da habe ich dann die Familie kennengelernt und LaRue kennengelernt und habe auch schon Vorband bei der Scherben-Family in Nürnberg gemacht und so ist das irgendwie gekommen, dass ein Sänger gesucht wurde und dann wurde ich gefragt und seitdem sind wir auf Tour und haben jetzt schon über 120 Konzerte ungefähr und eine Doppel-CD jetzt letztes Jahr rausgebracht, Radio für Millionen, mit eigentlich allen alten Scherben auch, sogar ein unveröffentlichter Track mit Rio ist da drauf. Cool. Und sind recht erfolgreich unterwegs und es macht viel Spaß. Diese CD oder die Stücke, die auf der CD sind, sind die auch in irgendeiner Form woanders zu finden, zum Beispiel auf Spotify oder sowas? Überall, ja. Überall, ja. Vertreten. Das ist ganz cool. In sozialen Medien. Okay. Und es sind auch ein paar ganz neue Songs dabei. Wir wollten nicht nur ganz alte Lieder machen, sondern haben auch ein paar neue geschrieben. Ja. So, vielen Dank bis dahin erstmal. Wir freuen uns natürlich auf eure Klänge nachher und ich wünsche euch viel Spaß und bitte bleibt am Äther. Bis dann. Jetzt tut's mir weh und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich sehe.